Viele von euch da draußen freuen sich wahnsinnig auf The Witcher 3, haben aber Teil 1 und 2 nie gespielt. Was sehr schade ist, denn es sind ziemlich gute Spiele. Wenn ihr die nochmal nachholen wollt, könnt ihr das tun, wenn ihr auf den Link unten in der Beschreibung klickt. Aber trotzdem kommt für euch jetzt die neue Folge schnell und einfach zum Thema The Witcher 1. Und nächste Woche dann folgt dann das Thema The Witcher 2. Erreicht ihr ab nächste Woche über den Link hier zu meiner linken oder zu eurer rechten. Wie dem auch sei, hier kommt nun die neue Folge schnell und einfach, damit ihr bestens für den 19. Mai gewappnet seid. Schnell und einfach. Heute The Witcher 1. Witcher. Mutanten mit übernatürlichen Fähigkeiten. Die Legenden besagen, dass sie von Zauberern geschaffen werden, um als professionelle Monsterjäger die Welt für alle Menschen von Monstern zu bereinigen. Die Prüfungen, die ein Hexer durchlaufen muss, bis er zu diesen gezählt werden darf, finden bereits im frühen Kindesalter statt. Viele Schüler überleben diesen Mutationsvorgang nicht, doch wer den Prozess durchsteht, ist anderen Kreaturen dieser Welt in vielen Dingen, vor allem aber im Kampf, überlegen. Witcher besitzen zwei Schwerter, um ihre Gegner hinzurichten. Eines aus Silber, welches für magische Wesen wie Monster oder Geister vorgesehen ist. Für Menschen und andere nicht-magische Wesen dient das andere Schwert aus Stahl. Doch trotz ihrer Fähigkeiten und ihrem Nutzen als Monsterjäger werden Witcher in der Öffentlichkeit geachtet. Sie sind lediglich gut genug, um Dörfer und Königreiche von Unwesen zu verschonen. Die Geschichte von The Witcher 1. In der Nähe der Zitadelle der Hexer Kaer Morhen wird Geralt aus Riva oder auch Rivia, je nach Übersetzung, bewusstlos und ohne jegliche Anzeichen seines Gedächtnisses aufgefunden und in die Feste geliefert, um dort Behandlung zu erhalten. Unter den ohnehin mächtigen Witchern zählt Geralt nochmal zu den stärksten und mächtigsten und ist auch für seine weißen Haare bekannt. Deswegen nennen ihn viele den White Wolf. Kurz darauf überfällt eine Gruppe von Banditen, angeführt von einem Professor und dem Magier Asa Javed, die Zitadelle. Sie stehlen Tränke und besonderes Equipment aus den Hallen der Hexer, welches für das Mutieren von Witchern verwendet werden. Die Gruppe der Monsterjäger teilt sich auf, um nach dem Ursprung und den Verantwortlichen dieses Angriffs zu suchen. Geralts Pfad führt ihn nach Süden, in die Hauptstadt von Temeria, Visima. Doch hier tobt das Chaos. Der Orden der brennenden Rose, angeführt von Großmeister Jacques de Aldersbert, führen einen Kreuzzug gegen alle Anderlinge. Nichtmenschen, Kreaturen, die keine Menschen sind und nicht in ihr Weltbild passen. Auf seiner Reise durch Visima findet Geralt Spuren der Banditen, die sich zu den Mitgliedern der kriminellen Gilde Salamandra zählen. Als er sich auf die Jagd nach den Salamandra begibt, gerät Geralt in den Konflikt zwischen dem Orden der brennenden Rose und der Rebellengruppe Skoyatel, welche für die Rechte der Anderlinge kämpft. Hier muss sich Geralt endgültig entscheiden, auf welcher Seite der Schlacht er steht oder ob er sich komplett aus dem Rassenkrieg heraushält. Schließlich aber stößt Geralt auf die Anführer des Überfalls der Witcher-Zitadelle Kaer Morhen, dem Magier Asa Javed und dem Professor. Der Magier schafft es, Geralt auszuschalten und dieser findet sich in den Händen von Triss wieder, die ihn heilt und bereit für das Vollbringen seiner Mission macht. In Visima ist derzeit die Hölle los. In abgetrennten Ghettos beginnen die Anderlinge Aufstände anzuzetteln, doch immer noch gibt es kein Zeichen vom König. Mit Hilfe von neuen Verbündeten schafft der Witcher es zunächst den Professor und schließlich auch den Magier von Salamandra auszuschalten, doch die Geheimnisse der Hexer liegen in der Hand eines anderen Mannes. Jacques de Aldersbert, Anführer des rassistischen Kreuzzugs, welcher gerade in Visima lauter tobt als je zuvor. Als die Rebellion der Nichtmenschen immer größer wird, ruft de Aldersbert seine mutierten großen Brüder zu Hilfe, welche die Resultate aus den Experimenten mit den Mutationswerkzeugen der Witcher sind. Visima liegt im Sterben. Schließlich ruft der König nach Geralt und beauftragt ihn mit dem Mord von Jacques de Aldersbert, einem Monster in Menschengestalt. Als Geralt den Großmeister findet, nimmt dieser ihn mit in seine Zukunftsvision, in der ein riesiger Sturm die Welt mit Schnee bedeckt und jegliche Lebewesen, egal welcher Rasse sie angehören, töten soll. Also will er eine Armee aus Mutanten züchten, welche die Erhaltung der Menschenrasse garantieren soll, indem sie diese nach Süden führen. Geralt gelingt es jedoch, seine Pläne zu durchkreuzen und stößt sein Silberschwert, welches eigentlich für die Tötung von Monstern vorgesehen ist, direkt durch das Herz des Großmeisters. Nachdem das vollbracht ist, erscheint nun der König der Wild Hunt, der angsteinflößendste Gegner in ganz Temeria, und verlangt Geralt nun, die Seele des Großmeisters de Aldersbert für ihn freizugeben. Nachdem Geralt seine letzte Entscheidung fällt, sammelt er die versprochene Belohnung vom König ein. Kurz darauf aber erscheint ein Meuchelmörder, der versucht, den König umzubringen. Geralt kann das Attentat in letzter Sekunde noch verhindern und gerät in einen Kampf mit dem ausgesprochen talentierten Assassinen. Mit seinem Tod hinterlässt der Auftragsmörder jedoch noch ein großes Rätsel. Sein Medaillon und seine schlitzartigen Pupillen verraten es. Er ist ein Witcher. Doch dies ist eine ganz andere Geschichte.
Das war's mit dieser etwas anderen Ausgabe von Schnell und Einfach. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, vergesst nicht, dem ganzen Video einen Daumen nach oben zu geben. Und ihr könnt auch sehr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr mehr Dinge schnell und einfach erklärt haben wollt, gelangt ihr hier oben zur Playlist von Schnell und Einfach. Und hier unten gibt es noch ein wenig The Witcher 3 Hype. Denn wir haben einen Level-Designer von The Witcher 3 interviewt. Und der hat uns ein wenig etwas über Easter Eggs erzählt und wie es sich so anfühlt, an einem so großen Projekt mitzuarbeiten.